Dann geht es weiter, Tagesordnungspunkt 61. Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Reformationsjubiläum 2017 mit dem Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE 19.5.280, 19.5.304. Es beginnt der Kollege Tobias Luther, Tobias Utte. Meine Damen und Herren, das war zu reizvoll. Ja. Tobias, du hast das Wort, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte der Mönch und Professor der Theologie Martin Luther 95 Thesen zum Ablasshandeln. Ob er selbst an diesem Tag mit einem Hammer die Thesen an die Pforte der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen hat, wie Philipp Melanchthon behauptet hat, ist nicht ganz sicher. Doch Luther selbst hat den 31. Oktober als entscheidenden Tag für den Beginn der Reformation bezeichnet. Die neue Technologie des Buchdruckes sorgte für eine rasende Verbreitung der Thesen, und aus einer gelehrten Debatte wurde ein weltgeschichtliches Ereignis mit umwälzenden Folgen, die bis heute wirken. 500 Jahre später ist der 31. Oktober 2017 ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland. Damit wird die weltgeschichtliche Bedeutung der Reformation gewürdigt. Mit der Reformation sind kulturelle, intellektuelle, ethische und rechtliche Leistungen höchsten Ranges verbunden. Insbesondere trug das Reformationsgeschehen zur Entwicklung des mündigen Christen bei. Die Gläubigen sahen sich nicht nur von äußeren Zwängen und der Mittlerfunktion der Kirche befreit, sondern erkannten, dass ihr Glaube, innerster Kernbereich ihres Lebens, der kirchlichen und weltlichen Macht entzogen werden kann. Allein durch das Vertrauen auf die Gnade Gottes erfuhren sie sich zu einer neuen existenziellen Freiheit befähigt und berufen. Dieses Freiheitsverständnis verweist auch heute noch auf die tiefe Dimension einer Erfahrung, die für das Selbstverständnis und Selbstbewusstsein des Menschen grundlegend sein kann. Es wurde zum Schlüsselereignis auch für die spätere Herausbildung der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Das Verständnis der Kirche als einer unhierarchischen und gleichberechtigten Gemeinschaft ihrer Glieder hatte darüber hinaus Folgewirkungen auch für die Entwicklung demokratischer Ideale. Mit seiner genialen Übersetzung der Bibel ins Deutsche hat Martin Luther entscheidenden Einfluss auf die Entstehung des Hochdeutschen genommen. Untrennbar mit der Reformation sind aber auch religiöse und machtpolitisch motivierte Gewaltexzesse und unzählige Opfer, wie beispielsweise der Dreißigjährige Krieg sie verursachte. Zugleich wurden aber auch Pazifizierungsmechanismen entwickelt, denke an den Westfälischen Frieden und dem modernen Rechtsstaat mit der Unterscheidung zwischen Staatskirchenrecht und Kirchenrecht der Weg bereitet. Entwicklungen, die bis in die Gegenwart hinein nachwirken. Dabei war die Reformation ursprünglich von Luther als innere Veränderung der Kirche gedacht, um zahlreiche Missstände abzubauen, und führte letztlich zu einer von Luther nicht beabsichtigten Spaltung der Kirche, aber auch einer Spaltung der deutschen Gebiete in katholische und protestantische. Die Reformation revolutionierte nicht nur Kirche und Theologie, sie setzte auch eine umfangreiche gesellschaftspolitische Entwicklung in Gang. Musik und Kunst, Wirtschaft und Soziales, Sprache sowie Recht und Politik, kaum ein Lebensbereich blieb von der Reformation unberührt. Auch das soll hier nicht verschwiegen bleiben. Es gibt auch dunkle Seiten der Reformation. Dazu gehört zum Beispiel die judenfeindlichen Spätschriften Martin Luthers, die im 20. Jahrhundert für antisemitische Propaganda herhalten mussten. Die deutliche Distanz der evangelischen Kirche aus Anlass des Reformationsgedenkens von jeder Form des Antisemitismus und der Judenfeindschaft begrüßen wir daher ausdrücklich. Hier im Hessischen Landtag möchte ich besonders auf die vielfältigen Impulse eingehen, die von Hessen ausgingen.
Das Wirken von Landgraf Philipp von Hessen sorgte für einen weitgehend konfliktfreien Übergang zur Reformation in seinem Territorium, indem er auf der Homberger Synode, eine der ersten auf reformatorischem Boden überhaupt, und dem Kasseler Landtag die kirchlichen und politischen Eliten miteinander diskutieren und entscheiden ließ. Der Reformation in der Landgrafschaft Hessen lag somit ein politischer Integrationsprozess zugrunde, der im weiteren Verlauf der Entwicklung auch für andere Territorien beispielhaft wirkte. Wegweisend für die Reformation war darüber hinaus das Marburger Religionsgespräch, bei dem Luther und Zwingli um ein gemeinsames Verständnis vom Abendmahl rangen. Hinzu kommt, dass unter Mitwirkung des Straßburger Reformators Martin Butzer in Ziegenhain die Konfirmation erfunden wurde, und mit der Gründung der ersten evangelischen Universität in Marburg entstand eine herausragende Grundlage für die sich entwickelnde protestantische Bildungstradition. Auch nachreformatorisch erweist sich Hessen als Vorreiter. So wurde im August 1817 in der Idsteiner Unionskirche nach langem Ringen eine Konfessionsfrieden zwischen Lutheranern und Reformierten geschlossen. Die dort begründete Nassauische Union stellt ein besonderes Ereignis in der Weiterentwicklung des Protestantismus dar. Also man kann sagen, Hessen war auch später noch ein Pionierland der Reformation. Es ist gut, dass die Landesregierung sich an einer Vielzahl von Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen im Rahmen des Reformationsjubiläums beteiligt hat und so zu einer gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Würdigung der Reformatoren und der Reformation beigetragen hat. Ein besonders erfolgreiches Beispiel für das vielfältige Engagement der Landesregierung ist die Förderung des Lutherpilgerwegs 1521, der auch über das Jubiläumsjahr hinaus Erinnerungsorte der Reformation erschließt und von nicht unerheblicher touristischer Bedeutung ist. Die Errungenschaften der Reformation haben die abendländische Kultur geprägt und wirken auch heute in einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft fort. Nach vielen schmerzlichen Auseinandersetzungen hat das Reformationsgeschehen mit dazu beigetragen, Regelungen zu entwerfen, die ein friedliches Nebeneinander und inzwischen sogar ökumenisches Miteinander getrennter und einst verfeindeter Konfessionen ermöglicht. Für die Verständigung der Religionen sind diese Errungenschaften auch heute noch wichtig und für unsere Rechtsordnung prägend. Hessen hat heute eine multikonfessionelle Bevölkerung mit unterschiedlichen religiösen, spirituellen Traditionen. Diese Vielfalt ist eine Bereicherung für unser Land. Das friedliche Miteinander der Religionen ist eine Errungenschaft unserer Zeit, die wir uns nicht durch Fanatiker, skrupellose Machtmenschen und Kriminelle, die ihre menschenverachtenden Verbrechen religiös bemänteln, oder ausländerfeindliche Populisten zerstören lassen dürfen. In Hessen hat die keineswegs immer leichte Integration der Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg das ökumenische Miteinander vorangetrieben. Die praktischen Herausforderungen des Alltags machten die Überwindung von konfessionellen Differenzen notwendig. Und für die CDU darf ich das auch natürlich erwähnen. In der Christlich-Demokratischen Union vereinigten sich damals ganz bewusst Politikerinnen und Politiker aus beiden Konfessionen in einer Partei. Heute stehen wir erneut vor einer Herausforderung. Es geht um die Integration und die Rolle des Islam in unserer Gesellschaft, die aus evangelischen, katholischen, orthodoxen und jüdischen Gläubigen, aber auch Menschen ohne religiöse Bindung besteht. Die Erfahrung der Reformation und der daraus mühsam erlernte Umgang mit religiösen Konflikten können uns dabei helfen. Der durch Reformation und Aufklärung verstärkte Prozess der institutionellen und theologischen Modernisierung und der rationalen Debatte über Glaubensfrage, den beide christliche Konfessionen durchlaufen mussten, könnte auch für die Repräsentanten muslimischen Glaubens beispielgebend sein. Der Friede unter den Konfessionen und Religionen ist und bleibt eine entscheidende Voraussetzung für das gelingende Zusammenleben. Zum Schluss und aus aktuellem Anlass. Während des Bundestagswahlkampfes warb die NPD mit einem Porträt von Martin Luther.
Diesen fremdenfeindlichen Herren möchte ich abschließend folgendes Zitat von Martin Luther mit auf den Weg geben. Unser Nächster ist jeder Mensch, besonders der, der unsere Hilfe braucht. Vielen Dank, lieber Kollege Tobias Utter. Das Wort hat der Kollege Ernst Ewald Roth, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Tritt frisch auf, tu's Maul auf und hör bald auf. Das ist die kürzeste Rednerschulung, die ich kenne, die Predigtlehre Martin Luthers. Ob das immer gelingt, und insbesondere an diesem Ort, sei dahingestellt, insbesondere was mit dem bald aufhören verbunden ist. Ich will anfangen mit dem Bild, das Tobias Utter an den Schluss gestellt hat. Wann immer ich in den letzten Wochen durch die Stadt ging, leuchtete mir ein Plakat, zum Glück hochgehängt, entgegen, auf dem Martin Luther zu sehen war und darunter der Satz: Ich würde NPD wählen, ich könnte nicht anders. Das ist widerlich, ja. Aber wer das nicht will, muss auch anderen Dingen Vorschub leisten. Es geht nicht, dass jemand Martin Luther für sich vereinnahmt und dann glaubt, damit auf Stimmenfang gehen zu können und ihn dann auch noch völlig falsch zitieren. Ich würde und ich könnte nicht. Dieser Satz von Luther, ich stehe hier und kann nicht anders, macht deutlich, dass er in den zentralen Fragen der damaligen Gesellschaft eine Position hatte, einen Standpunkt hatte. Und auf diesen kommt es an, auch in der Debatte um den Punkt heute. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, lassen Sie mich das humorvoll oder auch heiter fragen, nachdem der ehemalige Nachbarbischof Kardinal Lehmann es hier im Landtag nur zu einer Aktuellen Stunde gebracht hat, die 5 Minuten dauert, haben es die Reformatoren Martin Luther und all die anderen jetzt immerhin zum Setzpunkt gebracht. Und wir haben die Gelegenheit, 10 Minuten darüber zu sprechen. Aber ich glaube, es ist nicht angemessen, den Menschen, um die es in der Reformation geht, einen Setzpunkt einzuräumen, wo es doch eigentlich, und das habe ich eben in dem Satz versucht deutlich zu machen, ich habe das Anliegen verstanden, ihm aber, wo es auf den Standpunkt ankommt. Wenn Luther nicht widerstanden hätte und all die anderen, wäre in der Tat die Geschichte unseres Landes und die Geschichte in Europa und darüber hinaus an vielen Stellen anders gelaufen. Das ist unbestritten. Und dennoch, die Frage ist gestattet, und ich frage das bewusst als Theologe. Darf man theologische Aussagen und politische Aussagen so einfach in einen Zusammenhang bringen, wie es unter anderem in dem Entschließungsantrag doch an der einen oder anderen Stelle passiert ist? Das schmälert nicht das Verdienst der Reformation, ganz im Gegenteil.
Ich will auf einen Punkt konkret eingehen. Am Ende wird das Gemeinsame betont, das durch die Reformation gekommen sei. Stellen wir aber doch miteinander fest, zunächst ist die Reformation Trennung, Spaltung und manche sagen Schisma. Das ist so. Und beide Kirchen leiden darunter bis heute, dass das so ist. Dass es im letzten Jahrhundert ökumenische Bewegungen wirklich in Gang gekommen sind, darüber kann sich doch jeder nur freuen, der am gesellschaftlichen Zusammenleben in unserem Land Interesse hat. Natürlich ist das so. Aber erinnern wir uns an den Anfang. Als Jesuitenschüler bin ich mit Ignatius von Loyola und seinen Schriften sehr vertraut. Der sprach vom Protestantismus immer wieder vom Gift und vom Krebsgeschwür. Und im Gegenzug Martin Luther, wenn er vom Papst sprach, von dem Dreck, den der Teufel in die Welt geschissen hat. Das ist die Realität, von der die Reformation her ihren Ausgang genommen hat. Und damit habe ich noch nicht die gesellschaftlichen Situationen beschrieben, die damals galten und die mit dazu geführt haben. Das Reformationsjubiläum, 500 Jahre später, also heute, hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass wir versöhnter und versöhnlicher mit dieser Geschichte umgehen können. Die evangelische Kirche war vom Anfang an dieser Vorbereitung des Jubiläums darum bemüht, diese 500 Jahre nicht triumphalistisch zu feiern. Und ich finde, das ist Ihnen gelungen, eher nachdenklich. Tobias Uda hat es angesprochen, der Umgang mit der Judenfrage. Das Jubiläum begann mit einem Schuldbekenntnis, alles andere als triumphalistisch. Und sie hat es angelegt, ökumenisch. Also gerade nicht die 500 Jahre Trennung zu feiern, sondern das gemeinsam in dieser Zeit in den Mittelpunkt zu stellen, also ökumenisch. Das ist bewundernswert. Und dass das Land Hessen, das will niemand leugnen und das verschweigt auch niemand, einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir ein kulturelles Erbe in unserem Land auch pflegen und weitertragen, dass so eine Einrichtung wie der Lutherweg unterstützt wurde, das alles kennen wir und anerkennen wir, überhaupt nicht die Frage. Und wenn gestern Kardinal Marx bei der Bischofskonferenz festgestellt hat, dass es eigentlich nichts Kirchentrennendes mehr gibt, ist das ein weiterer Beleg dafür, wie eng in dieser Gesellschaft diese Gruppierungen zusammengekommen sind, wohl wissend, dass es dennoch zwei getrennte Konfessionen sind. Und dann, das soll mein letzter Punkt sein, in dem Entschließungsantrag der Koalition steht etwas von der Vielfalt und der Pluralität und der Toleranz. Ja, da sind wir heute angekommen. Aber ist der Reformation selber zuzuschreiben, glaube ich, bei allem positiven Blick darauf ist falsch. Pluralität und Toleranz sind keine Kinder der Reformation. Allenfalls deren Urenkel. Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, und wir sind Gott sei Dank dahin gekommen. Aber die
Reformation selbst war davon weit entfernt. Das sagt nichts gegen irgendeine Kirche oder für, ganz im Gegenteil, man muss nur die geschichtliche Wirklichkeit im Blick behalten. Ich darf abschließend sagen, kein anderer Deutscher hat die Geschichte Europas zwischen Mittelalter und Moderne stärker geprägt als Martin Luther. Der Mönch von Wittenberg hat Kaiser, dem Papst und der Kirche die Stirn geboten, weil die universale Reform der Christenheit, die hat er gewollt, aber, und das sage nicht ich, das sagt einer der europäischen Historiker, die Universalreform der Christenheit hat er gewollt, aber den Protestantismus begründet. Kolleginnen und Kollegen, ich erinnere mich gut an die drei Vorträge, die wir hatten auf Einladung des Landtagspräsidenten im Zusammenhang Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und Wiedervereinigung, die in den Mittagspausen des Landtags stattgefunden haben. Das war großartig. Ich selber bin nicht auf die Idee gekommen, aber das wäre ein angemessenes Zeichen gewesen, einen solchen Vortrag in der Mittagsstunde, um sich mit Reformation und Reformationsgeschichte auseinanderzusetzen. Nach wie vor, bei aller Zustimmung zu dem einen oder anderen Inhalt, halte ich es und hält meine Fraktion es für falsch, dass wir dies im normalen parlamentarischen Alltag diskutieren. Wie sollen wir denn am Ende in einem Entschließungsantrag gegen oder für Reformation, gegen oder für Reformationsgeschichte abstimmen? Deshalb will ich sagen, werden wir uns an der Abstimmung über die Anträge nicht beteiligen. Hinweisen möchte ich auf ein, wie ich finde, von den vielen Büchern zur Reformation und Reformationsgeschichte, die ich kenne, auf das Buch von Heinz Schilling, Martin Luther, Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Wer das von vorne bis hinten gelesen hat, der kann nur zu dem Ergebnis kommen, dass wir gut beraten sind, auf die Trennung von Kirche und Staat größten Wert zu legen, damit sich die Dinge am Ende auch in unserem Land nicht vermischen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Ernst-Ewald Roth. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann bitte. Wer fängt an? Kollege Greilich, ja, ihr Leute, seid ihr noch jung? Wenn das so ist, Wolfgang, lass das Wort, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unwidersprochen ist die Reformation ein Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung, welches weitreichende Veränderungen bewirkte. Genauso steht es in Ihrem Antrag zum Reformationsjahr 2017. Das Reformationsjubiläum wird untermalt von zahlreichen eindrucksvollen Veranstaltungen, Fachtagungen, Diskussionsforen, Gottesdiensten, Vorträgen, Ausstellungen, künstlerischen Auseinandersetzungen, und all dies ist uneingeschränkt zu begrüßen. Viele Akteure beteiligen sich in Hessen in ganz unterschiedlicher Weise. Und das ist richtig, und es ist richtig, die in ihrem Engagement zu unterstützen. Dabei steht es jedem von uns frei, sich diesbezüglich zu engagieren und daran teilzunehmen. Aber, und das darf ich dazu sagen, dies hat auch etwas zu tun mit dem persönlichen Glauben und der persönlichen Einstellung. Und dazu bedarf es keiner besonderen Aufforderung, insbesondere nicht durch den Hessischen Landtag.
Viele engagierte Menschen beschäftigen sich bereits seit Jahren mit der Reformation, mit der Persönlichkeit Martin Luther, und das schon seit Beginn der Lutherdekade, die seit 2008 diesem Jubiläum den Weg bereitete. Das weite Spektrum der Reformation und ihrer Impulse, die bis in unsere heutige Zeit reichen, wurden in den vergangenen Jahren aufgenommen. Im Zuge dessen wurde der Einfluss der Reformation auf Bildung, auf Musik, auf Kunst und Sprache ebenso aufgegriffen und behandelt wie der Einfluss und die Einordnung in den Bereichen Politik, Toleranz und Freiheitsverständnis. Herr Kollege Roth, ich bin Ihnen sehr dankbar für die auch von Ihnen dazu gegebenen Hinweise. Diese letzte genannten Punkte sind für die heutige Debatte aus unserer Sicht zentral. Denn, wie Sie auch in Ihrem Antrag festgestellt haben, sind die Auswirkungen der Reformation auf unser Verständnis auch von Trennung von Staat und Kirche bis heute spürbar. Und das ist eine Errungenschaft, die wir ebenso verteidigen werden wie die untrennbar damit verbundenen Freiheitsrechte, wie z. B. Glaubensfreiheit und Meinungsfreiheit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die historische Einordnung und Analyse der Auswirkungen auf den christlichen Glauben, die Kirche und die Gesamtgesellschaft in Europa und in der ganzen Welt sollten wir außerhalb dieser Debatte mit den Experten, den Kirchen, im Rahmen der historisch-politischen Bildung und Begegnung usw. und so fort vornehmen, vielleicht auch im Rahmen einer Festveranstaltung oder einem Symposium hier im Hessischen Landtag. Kollege Roth hat das Thema ebenfalls angesprochen. In den letzten Jahren haben wir immer wieder Debatten zu historischen Ereignissen in das Plenum getragen, oder ich will mal sagen, haben Sie immer wieder Debatten zu historischen Ereignissen in das Plenum getragen. Und dabei haben wir dann gemeinsam darüber debattiert, ob dieser Plenarsaal wirklich der richtige Ort ist, solche historischen Ereignisse wirklich angemessen zu würdigen. Ich sage, dass diese Ereignisse und die damit verbundenen Themen von zentraler Bedeutung für unser Land sind. Sie sind für unser kulturelles Gedächtnis unverzichtbar, und wir werden auch in Zukunft eine entsprechende Erinnerungsarbeit benötigen. Aber auch hier wäre es einmal mehr wünschenswert, wenn Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren von der derzeit regierenden Koalition, es geschafft hätten, dem Versuch zu widerstehen, diese Erinnerungstage zu politisieren. Nach mir spricht wohl dann der Kollege Schaus, wenn ich es richtig wahrgenommen habe. Der vorliegende Änderungsantrag der LINKEN zeigt, wohin dies führt. Richtig wäre es dagegen, solche Gedenk- und Erinnerungstage mit anspruchsvollen Veranstaltungen zu würdigen und den Themen den Raum, aber auch den Rahmen zu geben, den sie verdienen. Da bin ich mir mit dem Kollegen Roth vollständig einig. Die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland haben sich darauf verständigt, gemeinsam an das 500-jährige Reformationsjubiläum 2017 zu erinnern und durch das Reformationsgedenken die Einheit im Glauben sichtbar zu machen. Damit wird insbesondere, auch das hat Kollege Roth dargelegt, die katholische Kirche auch der Tatsache gerecht, welche immense Bedeutung die Reformation für den Katholizismus hatte und hat. Und deshalb stelle ich fest, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass es keine Anträge wie des vorliegenden bedarf, die als Setzpunkt die Plenarsitzung füllen. Deshalb ist diese Debatte in diesem Landtag der falsche Platz und die falsche Form. Aus diesem Grund, Sozialdemokraten wollen nicht mit abstimmen. Wir haben uns entschieden, wir werden uns aus diesem Grund bei dem Antrag enthalten. Nicht, weil er Falsches enthält, sondern weil er nicht notwendig ist, um das Reformationsjubiläum würdig zu begehen und weil die auch durch die Reformation vorangebrachte Trennung von Staat und Kirche einen hohen Stellenwert hat, den wir ebenso wie die Kirchen nicht vergessen sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Greilich. – Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
haben zum Reformationsjubiläum einen Entschließungsantrag eingebracht, um die Bedeutung der Reformation vor 500 Jahren zu unterstreichen. Dazu gäbe es vieles zu sagen, viel mehr, als in dem knappen Antrag zu lesen ist. Ich werde aber meine Rede deshalb auf den Inhalt des Antrags Bezug nehmen, weil die Reformation sozusagen insgesamt zu würdigen, finde ich, sollte an anderer Stelle geschehen als in diesem Hessischen Landtag. Niemand bezweifelt die herausragende Bedeutung der Reformation. Von der Reformation gingen in der Tat zahlreiche Impulse aus, die bis heute ihre Auswirkungen zeigen. Auch das damalige Hessen war in diesen Prozess einbezogen. Doch bei aller Würdigung vermissen wir als LINKE den Hinweis auf den wohl entscheidendsten Impuls der Reformation, der bis heute anhält, aber immer mehr zurück- und abgebaut wird. Es war keineswegs so, dass die Ausbildung der Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen ein Ergebnis der Reformation ist, wie es im Antrag ausgedrückt wird. Im Gegenteil. Die Reformation hat zwar die seinerzeitige Obrigkeit gestärkt, aber sie zugleich auch verpflichtet, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Der Staat wurde nämlich zugleich in die Pflicht genommen, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Wer die Reformation also würdigen will, kann dies nicht tun, ohne auf den Sozialstaat zu sprechen zu kommen. Wer heute nicht nur oberflächliche Kenntnisse über die Sozialpolitik in Europa hat, muss erkennen, dass es gerade die skandinavischen Staaten sind, die über einen vorbildlichen Sozialstaat verfügen. Woher kommt dieser ausgebaute Sozialstaat? Welche Quellen haben dazu beigetragen, dass sich dort ein Sozialstaat ausgebildet hatte, der für jedermann vorbildliche soziale Rechte bereithält, der vorbildlich in Sachen Bildung und sozialen Diensten ist? Es waren die Impulse der Reformation Luthers. Dieses Erbe ist auch in Deutschland wirksam geworden. Der lutherische Obrigkeitsstaat war für Demokraten unerträglich, aber sozialpolitisch durchaus erfolgreich. Es waren nämlich lutherische Politiker, welche die ersten Sozialstaatsgesetze verfasst haben. Sie waren es, die gegen die Konservativen die ersten Sozialgesetze in den Reichstag mit der Begründung einbrachten, Zitat, Sozialgesetze sind Nächstenliebe in staatlicher Betätigung, nachzulesen in praktisches Christentum, religiöse Kommunikation innerhalb der parlamentarischen Diskussion im Deutschen Bundestag um die Einführung der Sozialversicherung 1881 bis 1889. Genau das meint die frühere Ratsvorsitzende und jetzige Botschafterin für das Reformationsjubiläum, Bischöfin Margot Käßmann, wenn sie sagte, ich zitiere, es ist vor allem das Erbe Martin Luthers und der anderen Reformatoren, das sich im modernen Sozialstaat artikuliert. Nachzulesen in Margot Käßmann, Gerhard Wegner, die Ursprünge des Sozialstaats in der Reformation, Seite 283. Aus diesem Grund haben wir auch einen Änderungsantrag zum vorliegenden Entschließungsantrag von CDU und GRÜNEN eingebracht, in dem es heißt, der Landtag würdigt die Einflüsse der Reformation Luthers auf die Entwicklung des modernen Sozialstaats, der unter den Werten der Solidarität und Gerechtigkeit basieren soll. Luthers Rede von der Freiheit bedeutet sozialpolitisch gewendet, eine freie Gesellschaft darf einer breiten sozialen Sicherung aller Lebensrisiken, in der sich möglichst viele Menschen gemäß ihren Fähigkeiten entfalten können und frei von Not und Armut leben können. Diese wichtige Aussage sollte unserer Meinung nach als neuer Absatz 6 in den Entschließungsantrag mit aufgenommen werden. Nur dann halten wir ihn für zustimmungsfähig. Einen modernen Sozialstaat, der auf den Werten von Solidarität und Gerechtigkeit basiert, stand jedoch das Handeln der Regierung Roland Koch diametral entgegen. Jeder, der arbeiten kann,
soll auch vom Staat eine gegebenenfalls subventionierte Arbeitsmöglichkeit erhalten. Wer sich dennoch weigert, zu arbeiten, muss mit empfindlichen Einschränkungen der staatlichen Leistungen rechnen, oder jeder leistet etwas für die empfangene Hilfe. Das waren die Ansagen von Roland Koch, nachzulesen in einem Interview der FAZ vom 12.08.2001 mit der bezeichnenden Überschrift „Faulenzer müssen aus dem System“. Hier zeigt sich, dass Hessens ehemaliger Ministerpräsident der Geburtshelfer dessen war, was später Hartz IV genannt werden sollte. Wir sagen hingegen, das Leistung-Gegenleistung-Konzept hebelt soziale Rechte aus. Wer arm ist, hat ein Recht auf Unterstützung und muss sich nicht an jeder Arbeit um jeden Preis drängen lassen. Das Anwachsen des Niedriglohnsektors und der vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland ist zutiefst unchristlich. Die sogenannte Operation Sichere Zukunft, die Agenda 2010 und Hartz IV haben den lutherisch geprägten Sozialstaat, wie er unser Sozialsystem geprägt hatte, tiefgreifend geschwächt. Und die Hessische Landesregierung hat insbesondere unter Roland Koch dazu entscheidend beigetragen. In ihrem Sozialwort aus dem Jahre 1997 haben die Kirchen noch vor dem großen Angriff auf den Sozialstaat klar ihr Veto eingelegt und gewarnt, Zitat: „Die Hinweise auf die Verhältnisse in den USA verkennen die unterschiedliche soziokulturelle Tradition und werfen Fragen der sozialen Gerechtigkeit auf“, heißt es dort in Ziffer 14. Die damalige Hessische Landesregierung unter Roland Koch hat aber genau das getan. Sie hat sich an den Verhältnissen in den USA, insbesondere im Staat Wisconsin, orientiert. Die Sozialsysteme der USA sind aber für uns kein nachahmenswertes Beispiel. Die Operation Sichere Zukunft vom Herbst 2004 war doch das größte Sparprogramm in der Geschichte des Bundeslandes Hessen. Es war ein sozialer Kahlschlag, den Bündnis 90 die GRÜNEN damals zu Recht noch eine Operation Düstere Zukunft nannte. Nur zur Erinnerung, diese Operation Düstere Zukunft war ein Projekt, das von einem neoliberalen Geist getragen war, der aus den USA importiert wurde. Dagegen hatte sich eine breite Protestbewegung von Studierenden, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und sozialen Einrichtungen zu Recht gewehrt. Die Operation sah vor, gut 1 Milliarde € aus dem Landeshaushalt für 2004 herauszuschneiden. Gezielt ging man gegen ausgewählte soziale Einrichtungen, gegen Studierende und die Beschäftigten des Landes vor. Und deshalb sage ich an die Adresse von CDU und auch von GRÜNEN, man kann nicht die Reformation würdigen und die Operation Sichere Zukunft aus dem Jahr 2004 verschweigen. Sie atmet nämlich den puritanischen Geist der USA, den Roland Koch in Wisconsin als Vorbild genommen hatte. Dieser Neoliberalismus entstammt dem amerikanischen Puritanismus und hat mit der Reform Luther nichts zu tun. Auch wir wollen einen Beitrag der Reformation gewürdigt wissen, aber wir wollen ihn eben nicht halbieren. Sie heben im Entschließungsantrag die Ausbildung der Eigenverantwortlichkeit als Resultat der Reformation hervor. Eigenverantwortung und Solidarität gehören aber zusammen. Doch davon ist im Entschließungsantrag keine Rede. Das Wort Sozialstaat und Solidarität vermisse ich zudem gänzlich im Entschließungsantrag. Hören Sie sich an, wie der lutherische Theologe Gerhard Uhlhorn 1882 über Eigenverantwortung gesprochen hat. Zitat: „Nein, nicht wenn jeder für sich sorgt, so Uhlhorn, sorgt er auch am besten für das Ganze, sondern umgekehrt. Wer nicht für sich lebt, sondern für andere, für die Gemeinschaft, der sorgt auch im Besten für sich.“ Nachzulesen auf Seite 126 in „Das Christentum und das Geld, Schriften der Sozialethik“, herausgegeben 1990 von Martin Cordes.
Luther selbst spricht von der Freiheit eines Christenmenschen. Darauf spricht offensichtlich der Entschließungsantrag an. Doch bei Luther geht es gerade nicht um den Einzelnen, der seine Interessen durchsetzt, sondern um den Menschen, der dazu bereit ist, seinen Mitmenschen zu helfen. Luther war es, der mit Beginn der Reformation. Kollege Schaus, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Das heißt, die Obrigkeit wurde in die Pflicht genommen, für die Armen zu sorgen. Und deshalb sage ich, Luther war ein starker Kritiker des Frühkapitalismus. Und daran müssen wir an dieser Stelle auch erinnern und den Sozialstaat hochhalten. Und das tut der Antrag von CDU und GRÜNEN in keinster Weise.